Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play Sins of Azula Empire. Letztes Mal habe ich glaube, ein Spiel mit den Tags angefangen. Und da werde ich jetzt noch weitermachen. Let's Play. Ganz genau so schaut's aus. Mal ein bisschen was Ruhiges zur Abwechslung. Ändern tun wir da nix. Okay. Jo, eine Stunde gibt's jetzt Sins of Azula Empire für mich. Und verteilt auf die nächsten 3 Wochen dann für euch. Und dann, es könnte sein, dass eine Woche lang keine Videos kommen. Wegen Uni, das muss ich gucken. Der Planet wird belagert. Fängt ja schon mal gut an. Instant Planet wird belagert. Geil. Ja. Was soll zerstört werden? Wir holen uns noch einen erdähnlichen Planeten. Ja. Okay. Ja, wie gesagt, Uni und so. Ne, ach, die Piraten. Wieso habe ich denn da damals den Cut gemacht? Was für ein Schwachsinn. Ja gut, die werden hier jetzt natürlich... Erwarte Befehle. Ich habe doch sicher noch... Unsere Verstärkung, also ich muss mich jetzt hier erstmal ein bisschen reinfinden. Erwarte Befehle. Ich finde das Spiel so genial. Die Stimmung ist einfach so toll. Unsere die Musik... Flotte wird angegriffen. Ich mag das. Ich mag das sogar richtig. Jetzt lasst mich mal schauen. Viele mögen das nicht. Aber ich liebe es einfach, wenn die Musik ein bisschen lauter ist. Ich mag die einfach. Ich finde Musik Forschung abgeschlossen. Hat mitunter... Forschung abgeschlossen. Ja, die Musik... Meistens, bei mir ist es zumindest so. Sorgt dafür, dass das Spiel die beste Atmosphäre hat. Meistens, finde ich. Also, ein Spiel mit guter Musik hat bei mir meistens, in allermeisten Fällen, immer gigantisch gute Atmosphäre. Und dann macht es auch viel mehr Spaß zum Spielen. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich weiß gar nicht, was ich wollte. Ich habe hier ein verfügbares Großkampfschiff, kann ich noch bauen. Ich muss jetzt nur hier die Piraten irgendwie überleben. Boah, was ein Schwachsinn. Das gefällt mir natürlich nicht, dass hier die Piraten alles kaputt machen, aber das ist halt jetzt so, ne? Kann ich jetzt auch nicht ändern. Wie sieht denn die Forschung aus? Ich muss mir echt erstmal einen Überblick verschaffen, wo wir denn waren. Erlaubt schwere Konstruktionskreuzer. Oh, das klingt doch mal nützlich. Weltraumhandel, ja, holen wir uns auch gleich dazu. Habe ich hier noch irgendwo eine Zivilhandelsstation? Ja, also. So, jetzt lasst mich mal gucken. Hier habe ich eine Handelsstation. Hier. Hier kann ich noch was bauen. Vielleicht bauen wir hier ein Übertragungszentrum hin. Könnte sinnhaft sein. Einfach um ein bisschen Kultur zu verbreiten. Wie schaut das Ganze hier aus? Ja, genau. Hier bauen wir auch noch so ein Dings hin. Super Sache. Und der Planet gehört bald uns. Nur schnell bestätigt. So. Und ich hoffe, dass die Piraten hier nicht allzu viel kaputt machen. Wir benötigen eine Titanwerft. Ja, später, später. Titanwerft kommt später. Ich glaube, die Piraten machen noch ein paar Schiffe kaputt, so Raffinerieschiffe, Handelsschiffe. Das tut mir natürlich schon weh beim Einkommen, denke ich, aber das hilft jetzt alles nichts. Das muss ich aussitzen und gut ist. Ich kann hier tatsächlich noch eine Forschungsbasis hinbauen. Naja. Sobald die Piraten weg sind, das machen wir nicht jetzt. Das kommt blöd. Ich kann nicht Forschungsbasen bauen, wenn die Gegner da rumschwirren. Aber hier kann ich noch einen Militärlabor hinbauen. Ja, genau. Ja. Und dann erforschen wir mal ein paar Planeten. Zusätzliche Credits benötigt. Ja. Zumindest hier ein bisschen. Vielleicht finde ich ja ein tolles Artefakt, das mir hilft. Und hier muss ich mal gucken. Wir haben schon die Bevölkerung hochgeschraubt. Ja, genau, die geht gut hoch. Müsste. Und damit natürlich dann auch das Geld. Oh yeah. Geld, Geld, Geld. Regiert so ein bisschen wenigstens die Welt. Holen wir uns ein paar Kredits. Und dann schauen wir mal Großkampfschiffe. Großkampfschiffe. Unzureichende Finanzmittel. Ich habe an Großkampfschiffen eine Lazarus und eine Artorosis. Was sind denn das für Dinge? Sagt mir gar nichts. Nur schnell! Wir haben einen Träger und einen Panzerkreuzer. Dann bauen wir doch mal... Na, Kolonialkreuzer will ich... Einen Schlachtkreuzer vielleicht. Ja, ja, ja. Unterstützungsfähig getrimmtes Schiff auf Kosten der Kampfkraft.
Naja, Schlachtschiff ist gut, Panzer... Ah, Schlachtschiff! Gauss-Rail-Kanone. Und der hier hat... Nuklearbombe. Der Planet wurde unserem... Ja, einverleibt, sehr schön. So, ich kann hier noch ein bisschen hochgehen und dann holen wir uns noch mehr Brandgranaten. Und das andere Großkampfschiff hat auch schon ein Level Up. Da holen wir uns vielleicht das Embargo. Unser Planet wird belagert. Nein, die Raketenbatterie bessern wir noch ein bisschen aus. Auf. Und der Planet wird hochgebaut und auch die Logistikkapazität. Wo wird unsere Flotte angegriffen? Aha. Ich hab doch hier... Ah, nein. Ah, guck mal einer an. Jetzt fehlt mir noch ein bisschen Kristall. Nicht ausreichende Metalle. Metalle meine ich, sorry. Ja, jetzt bauen wir hier ein bisschen. Baue ich jetzt ein Großkampfschiff? Ich glaube nicht, ne? Forschungsvoraussetzungen für Kreuzer nicht dafür. Das dann nicht gemacht. Ja, klar, ich baue ja gerade den Planeten hier aus. So, die Piraten müssten bald mit dem ganzen Schwachsinn fertig sein. Hoffe ich doch mal. Dann bauen wir nochmal eine Forschungsbasis. Ja. Okay. Bald haben sie es geschafft. Dann können sie sich wieder verzupfeln. Das wäre richtig nice. Bauwerk komplett. Bauwerk komplett. Wo sind wir denn? Das ist eine Forschung. So, ich habe jetzt natürlich viel Handelseinkommen eingebüßt erstmal, weil da viel zerstört wurde. Bauwerk aber das komplett. hilft halt alles nichts, ne? Ja, ja. Aber wie gesagt, es kann gut sein, dass ich eine Woche mal YouTube-Pause machen muss. Gegen Ende vom Februar. Weil ich da dann drei Klausuren hintereinander habe und das ist zu knackig. Und davor werde ich vermutlich nicht in der Lage sein, so viel aufzunehmen. Ich muss mal gucken. Ich versuch's natürlich, weil das YouTube ist mir schon wichtig. Also schauen wir mal. So, hier, wie ihr sehen könnt an diesen blauen Linien, die sich hier so nach vorne schieben. Wir haben es geschafft. Koloniezentrum ist fett. Was macht denn der hier? Oh, das ist ja ein richtiger Angriff. Was soll zerstört werden? Aufgepasst! Da sollte man dann doch mal rüberspringen. Das gefällt mir ja gar nicht. Weitere Forschung nötig. Forschung abgeschlossen. Der greift hier richtig an. Hm. Ich meine, ich müsste in der Lage sein, das zu verteidigen. Jetzt. Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Ja, hört's auf, mich anzugreifen. Wenn ich ein Großkampfschiff bauen könnte, das wäre gigantisch gut. Ein Schlachtschiff, glaube ich, oder? Wir haben die Nuklearbombe und die Raketenbatterie, ja genau, so ein Schlachtschiff. Stark bewaffnet und gepanzert, das wäre richtig gut. Mir fehlen... Schaut mal, wie viele Kristalle ich habe. So, das bauen wir und dann noch ein paar Raketenfregatten. Die Schriftenkorvette ist nicht schlecht, aber ich mag die Raketenfregatte mehr. Vielleicht noch zwei. So. Genau, Planet wird belagert. Hier. Oh 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 oh. Ja. Planetenentwicklung abgeschlossen. Der Geheimdienst warnt vor einem bevorstehenden Piraten. Oh, aber bitte nicht schon wieder mich. Greift's mal lieber den an. Ich weiß nicht, ob ich mir das leisten kann mit ihm. Muss man mal sehen. Aber der zerstört mir hier so einiges. Und die strukturelle Integrität geht runter. Er vernichtet mich. Ein Angriff auf das Empire. Geworden. Geht auf die Gelben, auf die Psy-Salads, das ist auch in Ordnung. Aber hier muss ich mich beeilen. Hier muss ich mich echt beeilen. Was ist bereit? Der Preis auf unsere Köpfe hat sich erhöht. Wo ist das Ziel? Raketenfregatten. Bauwerk komplett. Allein brauche ich die halt nicht nach oben schicken. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Das ist halt teuer. Der Krieg hat begonnen. Das Kopfgeld hat sich erhöht. Ja. Alle Geschütze bereit. Hört's doch auf. Wir greifen jetzt an hier, die Piraten. Kommt schon. Piraten sind unterwegs. Wow, das war jetzt aber knapp. Zeit ist knapp. Ah, der greift hier immer noch an. Also hier wäre ich erstmal ganz, ganz böse Verluste erleiden.
Comlink aktiv. Aber ich schicke die jetzt schon mal rüber mit der Gauss-Rail-Kanone. Die macht nämlich mehr Schaden. Und dann gucken wir mal. Und die Planeten will ich nicht verlieren. Das heißt, ich werde schauen, dass ich hier ein bisschen die Verteidigung erhöhe. Und hier oben genauso. Ich könnte ja auch einfach mal anfangen, Zeugs zu bauen. Tatsächlich plus zwei Asteroidenfelder. Aber das muss halt dann auch erstmal reichen. Und schon habe ich keine Credits mehr. Na gut, dann kaufen wir hier noch so ein bisschen. Und dann hier noch so. Okay. Zeit ist knapp. Die fliegen noch. Das dauert. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. So, jetzt kommen sie. Ich mach den Rest. Ist das das Schiff? Ne, Raketenfregatte. Da ist es. So, der Kampfkreuzer, der müsste uns helfen. Die Integrität ist wieder hochgegangen. Ich könnte... Habe ich schon Notfallstrukturen? Nein. Dann holen wir uns die jetzt. Weil den Planeten will ich nicht verlieren. Wo ist das Ziel? So. Greift erstmal den... Was ist denn das? Evakuierer an. Der macht nämlich guten Schaden. Ja, der macht mehr Schaden. Den zerstört er bitte erstmal. Irgendwie... 3000, 4000, 2000. Ich halte ein bisschen mehr aus. Ich habe auch Raketen hier. Und so ein paar Torpedos. Aber hier muss ich aufpassen. Die Hülle ist schon leicht beschädigt. Das heißt, er hat irgendwelche Waffen, die meine Schilde durchdringen. Gleiches gilt aber auch umgekehrt. Also das müsste machbar sein. Und sobald meine Verstärkung eintrifft, schaut das besser aus. Wenn bloß hier die Piraten endlich abhauen würden. Was machen die denn da noch? Weitere Forschung nötig. Phasensprung auf mein Signal. Jetzt bauen wir hier nochmal zwei solche Dinger. Erforschen den Planeten ein bisschen. Und dann sollte ich ein bisschen weiter forschen, denke ich. Was ist denn das überhaupt? Konstruktion, Sternbasen, Upgrade, mit dem sie Zeugs produzieren können. Ja gut, wieso nicht. Zusatzregierung. Phasensprung Inhibitor. Annäherungsminen. Wie wär's denn, wenn ich noch ein bisschen... Ah, sitzt da... Da fehlt mir die Kohle. Dann lasse ich die Annäherungsminen erstmal sein und gehe hier mehr aufs Geld. Credits benötigt. So. Wie schlägt sich mein Schlachtschiff hier? Eines unserer Großkampfschiffe sind unten. Ja, und seine Schilde sind noch nicht unten. Feuern sich nicht selbst ab. Aber noch hält er durch. Er muss ja nur lange genug durchhalten, bis die Verstärkung da ist. Dann müsste es schon wieder gehen. Und die Gauss-Defensiv... Dinger, die machen ja auch ganz gut. So, bauen wir nochmal. Es müsste ja bald... Zeit ist knapp. Ja, die brauchen noch ein bisschen... So, Kultur verbreitet sich überall, das ist sehr schön. Habe ich eigentlich... Ich glaube, ich habe komplett vergessen umzuschalten, das tut mir super leid. Bauwerk komplett. Wie gesagt, ich bin nicht ganz bei der Sache, ne? Ich bin nicht ganz bei der Sache. Das ist ganz, ganz blöd. Aber so ist es halt. Ihr werdet es mir mit Sicherheit nachsehen können, dass ich derzeit... dass ich derzeit teilweise ein bisschen blöd im Kopf bin. Ich ziehe jetzt diese Streitkraft allerdings zurück. Die hauen jetzt ab. Ich will das Großkampfschiff nicht verlieren, wirklich nicht. Aber wie gesagt, ich kann es halt nicht nachschauen. Ihr wisst das, ich habe bloß einen Monitor. Hab's vergessen. Ich fühle mich auch schuldig. So. Bauen wir hier noch ein bisschen was auf? Alle Energie auf den Sprungantrieb. Yes, sehr schön. Schaut doch ganz gut aus. Zeit ist knapp. Ich will's halt benutzen, ne, das Overlay. Es wäre so schade, es nicht... Es ist zu schade, es nicht zu benutzen. Bauwerk komplett. Und... Wie gesagt... Berechne Sprungkoordinaten. Bauwerk komplett. Jetzt müsste hier aber richtig zur Sache gehen. So, den hauen wir jetzt weg. Atombomben losgeschickt. Das hält ja nicht lang durch. Haben wir Raketenbatterie schon hingestellt? Ja. Ne, das ist die Fregatten. Das ist die Batterie. So, Nuklearbombe war wahrscheinlich auch schon auf dem Weg. Und entweder zieht er sich gerade zurück. Auf jeden Fall wird er diese Schlacht nicht gewinnen. Definitiv nicht. Fahren Sie fort. Ah, hier ist noch das Kolonieschiff. Befehle. Jawohl, Commander. Ah, den Läuft. Kann man eigentlich... Übermittlung empfangen.
Jawohl, Commander. Nee, lass mal's da. Verstärkung greift in die Schlacht ein. Lass mal's da. Erforschen lieber den Planeten. Und den vielleicht noch. Der ist schon erforscht. Der natürlich auch. Und hier, das passt auch. So. Der Evakuierer, der macht schon mal lang. Nee, den hat's zerbröselt. Und tschüss. Und den erwischt's auch bald. Und dann ziehen wir uns mal auf unseren Hauptplaneten zurück. Parvamenon. Was für ein bescheidener Name. Aber gut. Sei es drum. Ja, vielleicht brauche ich das alles gar nicht. Die würde ich gerne mal bauen, diese Konstruktionsfregatte. Allerdings, ich glaube, es gibt hier noch so ein paar Upgrades. Zwillingsfestungen, ja genau. Ich brauche aber einen Punkt in Abschottung. Dafür brauche ich einen Punkt hier. Wir haben etwas Interessantes entdeckt. Oh, wir haben was Interessantes entdeckt. Nichts Wertvolles wurde gefunden. Pharmazeutische Pflanzenwelt. Aha. Mehr Handelseinkommen und mehr Bevölkerungswachstum. Oh, nicht schlecht. Zeit ist knapp. Nicht schlecht, damit kann ich doch was anfangen. So, hier bauen wir alles wieder auf. Kaputt gegangen ist tatsächlich fast gar nichts. Sehr schön. Ah, schaut doch gut aus. Super Sache. So, immer wieder hier schön den Preis hochtreiben. Das ist nur ein Lotse, der macht nicht viel. Das passt auch. Ich werde mehr Militärlabore brauchen. Ah, sehe ich gerade. Deswegen baue ich jetzt hier noch ein paar hin. Denn ich möchte diesen ganzen Mist erforschen. Ja, genau. Wieso gehen denn hier bloß taktische, logistisch 28? Und hier geht logistisch auch 28. Aber hier kann ich mehr bauen. 3, 4, 5, 6 und sogar noch mehr. Und hier. Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Geht jetzt auch noch ein bisschen was. Ja, bauen wir doch hier noch was, oder? Bam. So. Okay. Ich speichere jetzt hier allerdings kurz ab. Safe Stat. Nur um sicher zu sein, dass ich das LP nicht überschreibe. Dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Genau. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.